So, moin Leute, herzlich willkommen zu Minecraft Überleben Part 1. Und heute werden wir uns so ein bisschen bereit machen, vorbereiten zu überleben. Ja. Und gucken, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Holz klopfen, sage ich jetzt einfach mal. Dann werden wir heute ein bisschen gucken, dass wir uns so eine kleine Starterbase bauen. Ich hoffe, das haut alles so hin. Ihr könnt für mehr gerne abonnieren, wenn ihr möchtet. Okay, nach einer Minute des Gameplays ist das eigentlich eher unpassend, aber naja, vielleicht habt ihr ja Lust. Ich könnte auch eventuell auch ein Community-Event planen, wo man jetzt so Minecraft sich battelt, wer baut das schönste Haus in, was weiß ich, halber Stunde, mit oder ohne Einrichtung, wie auch immer. Hier auf dem Kanal gibt es ja noch mehrere Dinge, Need for Speed und Assassin's Creed und sämtliche Simulatoren und ach, gibt schon ziemlich viel hier. In letzter Zeit halt ein bisschen mehr Assassin's Creed, weil ich halt momentan echt viel Bock auf das Game hatte. Und jetzt zur Abwechslung halt mal Minecraft. So. Jetzt haben wir 22. So, wunderbar. Tun wir uns gleich eine Crafting Bench. So, halt mal, ich muss dieses Menü umstellen. Das. Nee, das ist berühren. Spiel? Gott, wie geht denn das mit dem Inventar? Grafik plus sein. Nimm das klassische Inventar. So habe ich es gefunden. Perfekt. So geht das doch gleich viel besser. So, jetzt habe ich meine Ordnung. Genau, so dann brauche ich das insgesamt mal so ein bisschen Holz. Dann brauche ich mal so ein paar Stöcker. Tun sie erstmal eine Spitzhacke craften. Dann können wir hier noch erstmal ein bisschen Kohle farmen. Ein paar Steine. Dann können wir uns auch irgendwann mal einen Steinofen bauen. Und ich hoffe, dass wir bis zum Dunkel, bis es dunkel wird, dann halt auch wir ein sicheres Dach über den Kopf haben. Jetzt treffen wir natürlich erstmal nur die Vorbereitungen. Ah, hier ist auch noch Kohle. Kohle nehmen wir alles mit. Ist schließlich nichts Schlechtes. Ach Gottchen, hier ist ja noch mehr. Und hier ist auch noch was, ja, das ist doch schön. Und hier drunter auch.
Ob da jetzt nicht mehr, oder? Ich sehe es nicht. Nee. Ist nichts mehr. Gut, dann. Immer hoch und. Ah, hier ist Eisen. Ah, da hinten ist noch Kohle. Wir müssen uns erstmal die Kohle schnambulieren, dann holen wir uns das Eisen und das Kupfer mit der Steinspitzhacke. Ich würde halt total gerne mal so ein Community-Projekt machen, wo ich dann halt mal in ein paar Videos mit ein paar Leuten überlebe. Wo es halt auch so Teamwork und sowas. Das wäre halt schon echt cool. Das wäre schon echt cool. Ich merke gerade, meine Spitzhacke geht so langsam flöten. Vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit, die Steinspitzhacke zu holen, beziehungsweise ja, die Crafting Bench zu uns zu holen. Das hätte ich ja eigentlich schon gleich mitnehmen können. Nehmen wir das und das. So. Gut. Nehmen wir jetzt das Kies alles gleich mal mit. Ach, hier ist ja auch noch Kohle. Hier ist nur eins. Und hier sind wieder mehrere. Hey, das ist echt ein guter Spawn. Und da ist auch gleich Kupfer. Wunderbar. Okay, da ist nichts mehr. Ja, die Kohle lassen wir jetzt da. Hier ist auch noch Kupfer. Auch wunderbar. Das klappt ja wie geschmiert hier. Sollten wir einen Weg hochbauen. So. Eisen war dann da hinten. Und Kupfer. Ich würde mir halt erstmal grundprinzipiell das Eisen unter den Nagel reißen, weil ich das Eisen halt echt bevorzuge. Okay, jetzt wird es schon dunkel, das ist eigentlich gar nicht gut. Jetzt doch schneller als ich dachte, aber das ist für mich. Ja, das waren schon die ersten. So, und nachdem wir wieder etwas Tageslicht haben, habe ich jetzt erstmal mich aus der Höhle wieder rausgegraben, wo wir drinnen waren, und habe erstmal etwas Sand gelootet. Und uns ein bisschen Sicherheit gebracht. So, auf jeden Fall gucken wir jetzt hier nochmal. Die Kohle mitnehmen und dann würde ich sagen, machen wir uns langsam aber sicher Richtung Osten der Karte und hoffen, dass wir da ein Dorf finden, wo wir vielleicht erstmal unterkommen. Gucken mal, was so auf uns zukommt.
einzelnen Holzstückchen das nämlich mit Freuden mit. Alles, was hier so rumliegt, rumsteht, wie auch immer, kann man doch eigentlich immer gebrauchen. Was haben wir denn hier? Das gucken wir uns gerade mal an. Vielleicht ist das hier eine Höhle. Ja, das ist eine Höhle. Mal hier mal rein, Stückchen. Ja, und der Höhlensounds. Guten Tag. Nein, wir gehen wieder zurück. Das ist eine lächerliche Höhle. Die finde ich gar nicht mal so toll. Dann gehen wir mal weiter Richtung Osten. So. 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 Und so. Schlagen wir uns hier irgendwie mal dran vorbei. Da ist ein Huhn. So, gewonnen. Das war bestimmt schon ein bisschen angeschlagen durch was weiß ich. Na komm. So. Ach Leute. Ach, ich entweder springe ich entweder die ganze Zeit an einer Stelle. Und das jetzt und einfach mal so, dann komme ich auch hoch. Eben nicht mir den Weg eben selber. Naja, dann habe ich für den Notfall auch etwas dabei. So. Was war hier jetzt gerade? Nicht. Gut, hier ist ein Schäfchen. Schäfchen, spend uns mal deine Wolle und dein Fleisch. Dankeschön. So. Dum, 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 dum. Was ist das? Ein Berg mit einem Loch, wo eine Höhle ist. Okay. Das ist jetzt eigentlich mehr so interessant. So, da ist eine Muku. So, danke schön für dein Leder. Und wir haben unser Dorf. Ein Dorf gefunden, wo wir unterkommen können. Gut. Da würde ich jetzt einfach nur mal kurz ein klitzekleines Lager aufschlagen. Und wir stärken uns jetzt erstmal, indem wir uns noch ein bisschen Fleisch braten. So, einmal das ganze Lager aufgenommen und gestärkt, können wir jetzt Richtung Dorf schwimmen. Und uns da mal angucken, was wir uns so unter den Nagel reißen können. Was sind da noch? Da sind wir schon perfekt. Das läuft doch wunderbar. Dann gehen wir hier ins das erste Haus rein. Und gucken gleich mal hier in diese wunderbare Truhe. Okay. Hier haben wir schon mal ein Brot. Das ist doch gut. Hier mal Lederrüstung. Ich würde sagen, die ziehen wir uns einfach an. So. Ein Schleifstein. Oh, Emeralds und Kartoffeln. Das ist doch wunderbar. Ich möchte mir tatsächlich mein eigenes Ach, das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Das ist anscheinend neu. Nein. Dann möchte ich ein paar Karotten haben.
so. Was ist hier noch drin? Ein Bett möchte ich den jetzt halt ungern mopsen. Oh, das ist ein Iron Golem. Heißt, wenn ich da jetzt einen Luftbewohner klatsche, dann könnten wir ein ganz, ganz leichtes Problem. Ganz, ganz leichtes Problem mit dem Golem bekommen. Genau. Was haben wir hier? Noch eine Kartoffel und Fichtensitzlinge. Perfekt. Das klingt auch schon mal perfekt. So. Weizen, womit wir uns Brot machen. Hört sich eigentlich auch ganz gut an. So. Was ist das? Ach, das sind noch Kartoffeln. Ach ja, warum eigentlich nicht? So. Ist ja alles voller Stein, das ist ja blöd. Ah, guck mal, da vorne haben wir ein Schäfchen. Und ein Fuchsi. Das ist ein Fuchsi. Hier, guck mal, der hat was im Maul. Ja, auch ein Babyfuchsi. Wie süß. Ein Babyfuchsi. Okay. Ich hätte bei den Dorfbewohnern jetzt tatsächlich auch noch Dings mehr mupsen können. Zuckerrohr, aber nein. Es wird schon wieder dunkel. Da bleiben wir jetzt erstmal im Dorf. Alter! Ein schwarzer Wolf. Nee, und tschüss. Nee, danke, kein Interesse. Was war das hier? Okay, nee. Nehme ich das mal hier unten rein. Oh, hier ist auch ein Fuchs, interessant. So, jetzt kann man es bestimmt. Ein Wolle fehlt uns noch. Ein einzige Wolle. Na wundervoll. Tja, dann ist dem eben so. Dann ist da hinten noch ein Schaf. Das ist echt, ey, das ist jetzt so passend. Danke, Schafi. Und tschüss, gute Nacht. So. Einmal hier das Bett, zack, zack und schlafen. So. Gut. Dann haben wir hier jetzt einmal unseren Respawn-Punkt festgelegt. Gut. Dann brauchen wir jetzt nur noch ein Haus. Oh, Creeper. Oh, man. So, Creeper, wo bist du? Oh, zwei Creeper. Na, das passt ja. Na, das ist ja wundervoll. Zwei Creeper. Aber nein, danke, das kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Och, da sind die zwei Fuchsis wieder. Och, sogar vier Fuchsis, eine ganze Familie. Finde ich immer schön.
so. Damit können wir dann zumindest als Fundament unseres Hauses setzen. So, und jetzt dann wieder einmal runterbauen. Das reicht dann hoffentlich, um uns dann im nächsten Part das Haus aufzubauen. Mein Glas, also Sand habe ich auch, damit können wir uns dann Glas zurechtschmelzen. Ja, ich denke mal, wir sind jetzt soweit gut versorgt. Ich habe hier noch Holz liegen sehen. Nur wo war das? Ach, warte, wir sind Schweinchen. Dankeschön. Okay. Gut. Huch. Sag mal hier, Knochen und Pfeile. Das hört sich doch mal wunderbar an. Gut. Dann würde ich sagen, das war's mit Part 1. Hier beim Minecraft Überleben. Nächstes Video, wie gesagt, bauen wir das Haus und erkunden nochmal ein bisschen die Karte. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer TFGamer2005. Lasst gerne ein Abo da für mehr. Und ciao.